Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich zoome euch mal ran. Wir gucken uns die jetzt mal ganz genau an. Ich werde erstmal das mit dem USB auspacken. Wir haben hier hinten wieder die Gummifüße zum besseren Stand. Hier ist weiß, hier oben ist Silber. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Ja, ist hier wieder so rund, wie er von meinem Kartenleser, den ich hier vorgestellt habe, kennt. So in etwa ist es auch bloß die länger gezogene Variante, weil so ein NAND-Pad ist ja natürlich, muss ja mehr Ruff. Wir haben jetzt unsere Zahlen. Hier oben haben wir dann unseren USB, da ist auch weiß in der Mitte, also USB 2.0. Hier haben wir dann so ein Licht, was dann, denke ich mal, an ist, wenn wir es anhaben. Der Druckpunkt der Tasten ist wirklich sehr angenehm. Die haben auch so ein geben auch so ein bisschen Druck nach, dass man merkt, dass man auch gedrückt hat. Und so ein leichtes Druckgeräusch. Ja, das ist sehr schön. Hinten ist auch wieder Modell USB-Care, bla. Und hier steht halt drauf, halt wieder CE und so was alles. Und welche Modell und Modellnummer und so. Und dann haben wir halt das gleiche nochmal. Aber halt komplett grau auch wieder. Aber die USB-Ports fehlen. Auch hier ist wieder das Licht. Wir haben unsere Standfüße. Wir haben auch unsere Modellnummer und alles drum und dran. Auch die Tasten sind wieder genauso. Ja, ist alles wirklich gleich. Auch hier an der Seite Silber. Ich halte sie euch mal nochmal nebeneinander. Bloß, dass das eine USB hat und das andere halt nicht. So. Seht ihr das? Also ist wirklich komplett gleich. Ich mache mal noch ein Stück nach unten. So. Und ein Stück rauszoomen. Dann seht ihr das vielleicht ein Stück besser. Die sind wirklich komplett identisch. Auch von den Zahlen logischerweise her. Bloß das hier kein USB. Und hier oben sind nochmal drei separate USB-Anschlüsse. Aber sonst sehen die exakt identisch aus. So. Ich werde die jetzt... Wenn ich dann mal was mit Zahlen zu tun habe, am Rechner machen, also beziehungsweise am Laptop. Ich denke mal, ich werde mit der USB-Variante anfangen und dann das andere nehmen. Und wenn da was Gravierendes sein sollte oder so, dann werde ich nochmal ein Video machen. Weil ich denke mal nicht, dass ich, könnt ihr auch gerne sagen, wenn ihr einen Hardware-Check dafür wollt, dann zeige ich euch, dann hebe ich die jetzt noch auf, dann betreibe ich sie jetzt die nächsten Tage noch nicht. Erst wenn das Video online ist und in den ersten 1-2 Tagen halt nichts kommt von euch, weiß ich, okay, da lohnt sich natürlich nicht einen Hardware-Check zu machen. Dann hebe ich das einfach mal so auf. Könnt ihr ein bisschen mitentscheiden, ob ihr da einen Hardware-Check wollt oder nicht wollt. Weil ich hätte jetzt natürlich keinen dazu gemacht, weil wir brauchen das natürlich nur mit USB verbinden und fertig ist. Ja, da sind wir da ja schon, ist alles fertig. Und genau. Und ich hatte es ja bei dem, ich wollte ja zu dem Kartenleser, den ich mir geholt hatte, wollte ich ja auch ein Video machen. Aber da ist mir das Video immer abgekackt. Ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht erklären. Irgendwie ist mir das Video immer abgekackt und dann hatte ich die Schnauze voll. Und dann habe ich es gelassen. So. Und die hebe ich jetzt auf die Beden, bis das Video online ist. Das wird, ich werde das jetzt auch bearbeiten in den nächsten Tagen und dann kommt das online. Und sobald das online ist, die beiden Videos werde ich auch, also das ist ja ein Video oder zwei Videos, ein Unboxing und ein Hardware-Video. Wenn die online sind, warte ich ab und kommt da in den ersten Tagen da nichts, dann werde ich die so benutzen. Wenn da was kommt, logischerweise, mache ich natürlich auch das Hardware-Check-Video und schließe das mal an und werde das mal testen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.